Moin Amigos, moin zusammen. Hallo, grüß euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, jetzt eine ganz schnelle FC-News-Video-Geschichte hier. Und zwar geht's um Luca Waldschmidt. Angeblich soll der Junge jetzt doch vielleicht interessiert sein, mit dem FC in die zweite Liga zu gehen. Wohl möglich, weil er gesehen hat oder durch seinen Beraterverein da, dass irgendwie niemand anderes an ihm interessiert sei. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, denn er hat ja selber groß rumgetönt. Nein, ich gehe nicht in die zweite Liga, da sehe ich mich nicht. Ich bin was viel Besseres. Ja, was soll ich euch sagen? Also ich hoffe nicht, dass der FC Luca Waldschmidt für die 4 Millionen Ausstiegsklausel vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Denn soll diese Ausstiegsklausel ja, ablaufen oder ne, zu Ende gehen und dann soll der FC gerne nochmal frei verhandeln und sagen, pass auf, wir würden ihn nehmen, aber nicht für 4 Millionen, sondern ja, ich persönlich würde eine bis anderthalb maximal bezahlen, aber so wie ich den FC kenne, bezahlen die dann wieder, dann sind sie bereit, da irgendwie 2 bis 2,5 zu zahlen oder sowas oder sogar 3 statt 4 oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Also das steht jetzt irgendwie in der Schwebe. Ich weiß jetzt nicht, woher der Sinneswandel kommt, mein Gott, von Luca Waldschmidt, aber das wird zumindest jetzt gerade medial berichtet. Weil zuerst gab es Stimmen, die besagten, dass Luca Waldschmidt ja, sich das vorstellen kann, doch beim FC zu bleiben. Dann kam heraus, dass von FC-Seite aus noch keine Entscheidung gefallen ist, ob man ihn jetzt ziehen lässt oder ob man ihn doch verpflichtet. Ja, wie immer beim FC, ne, 50-50. Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber ich hoffe nicht, dass der FC wirklich 4 Millionen für den Bengel dahin legt. Weil die ist da natürlich absolut in keinster Weise wert. Aber gut, letztendlich entscheidet da der FC. Und was solche Entscheidungen angehen, da will ich, weiß ich nicht, da möchte ich echt gerne mal Mäuschen spielen. Ne? Anscheinend wird das da gewürfelt jeden Tag oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Oder die lassen da das Glücksrad entscheiden oder sowas. Am liebsten würde ich so wie Bud Spencer als Banana Joe. Denn erstmal in den Tempel reinmarschieren da und Senior Tortilla, Senior Torte, erstmal einen Besuch abstatten. In dem Sinne Christian Keller und ihn halt mal, weiß ich nicht, fragen, ob er nicht ganz dicht ist oder sowas hier. Ja, weil ich weiß nicht, also was da jetzt immer rauf und runter entschieden wird oder nicht entschieden wird oder jetzt auch mit Christian Eichner, den angeblichen Wunschtrainer oder ja, die Wunschlösung für den FC, zumindest laut Sky. Aber das war wohl auch schon wieder eine Fahrkarte, denn der Berater von Christian Eichner hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, ist alles schön und gut, was so in den Medien steht, aber der 1. FC Köln ist bislang noch nicht einmal auf uns zugekommen und hat mit uns gesprochen, dass sie angeblich an ihm Interesse haben. Also kann man das eigentlich auch schon in die Tonne kloppen. Und so ein Christian Eichner wird hier mit Sicherheit dann nicht aufschlagen. Ne? Weil wenn der FC bislang noch nicht oder bis heute noch nicht einmal mit ihm gesprochen hat oder in Kontakt getreten ist, dann passiert da auch nichts mehr. Ne? Unabhängig davon, dass wir als Absteiger nur eine ja, Klausel oder Ausstiegsklausel für Christian Eichner denn bezahlen müssen, die bei 500.000 liegt. Wären wir noch Bundesligist, so wie zum Beispiel Hoffenheim, denn die sollen angeblich auch an ihm interessiert sein, obwohl sie Matarazzo haben, müsste ein Bundesligist dann wie Hoffenheim 1 Million an den KSC überweisen, wenn man sich denn einigen würde. Ne? Ja, was soll ich euch sagen? Wahrscheinlich kommt tatsächlich doch Christian Kellers Cousin hier als neuer Trainer oder. Oder, Vorsicht, ja, der aktuelle Regensburg-Trainer, weil der hat ja Erfolg. Schließlich ist er halt wieder aufgestiegen, ne, nach nur einem Jahr dritte Liga. Ja, was soll ich euch sagen? Da müssen wir jetzt echt mal abwarten, ja, wie die Würfel da beim FC dann am Ende des Tages fallen und wer jetzt hier tatsächlich dann demnächst wirklich im Blickfeld vom FC ist als neuer möglicher Trainerkandidat und ja, wie sich da die Entscheidungen treffen werden, FC intern oder halt auch mit den Spielern, die man behalten möchte oder die gehen werden oder gehen sollen oder wollen. Ja, hinzu kommt noch Thematik Maiko Weschenbach. Jetzt gibt es andere Berichte, die besagen, dass Maiko weg will. Ja, ob das jetzt stimmt, steht dann auch wieder in den Sternen. Dass es Interesse gab, zum Beispiel vom KSC, das ist klar, die gibt es schon seit ca. 2 Wochen. Der Kicker hat ja jetzt auch selber darüber berichtet. Zuvor waren es eher kleinere Meldungen, dass es da Gerüchte gibt, dass der KSC Interesse hat. Ja, und jetzt gibt es Meldungen, dass Weschenbach selber weg möchte. Ja, das wäre natürlich schade.
Ich hoffe, dass der FC da irgendwie sagt, nein, pass auf, wir bauen wirklich auf dich. Du bist fester Bestandteil der Profimannschaft, jetzt der zweiten Liga. Du gehörst zum Kader und sollst dich dann auch bitte durchsetzen. Oder die sagen, nö, das soll der neue Trainer entscheiden. Aber wenn der Spieler bis dahin nicht abwarten will und jetzt vielleicht auch zeitnah auf einen Wechsel drängt, ja, dann kann es sein, dass der FC dann doch tatsächlich einen Maiko Weschenbach dann doch abgibt. Ob nun an den KSC oder an jemand anderen, das wird sich ja dann herausstellen, falls es zu einem Wechsel kommen sollte. Aber ich weiß nicht, wie man, also wie gesagt, wie eingangs gesagt, anscheinend wird da gewürfelt oder sowas. Ich weiß auch nicht, was da so die Denkweise dahinter ist, bei den Entscheidern, bei den Verantwortlichen, ja, was jetzt wirklich gut ist. Ich weiß es nicht. Also da müssen wir jetzt wirklich mal abwarten. Ich will da jetzt auch nicht zu viel oder zu schnell draufhauen. Aber ja, schön ist was anderes, ne? Aber gut, da warten wir jetzt nochmal diese und nächste Woche ab, denn dazu hatte ich auch schon meine Meinung gesagt, dass ich glaube, dass innerhalb dieser Woche und nächster Woche dann halt auch viele Entscheidungen dann halt dann auch getroffen sind in Bezug auf ja, weitere mögliche Abgänge ja, von unseren Jungs, die sich dann ja woanders anschließen werden. Ja, wir schauen mal. Unabhängig davon, wer am Ende des Tages denn hier neuer Trainer wird. Und wenn man jetzt vereinsintern entscheidet, nein, Weschenbach, dich brauchen wir nicht, du kannst gehen. Und dann irgendwie 1,5 Wochen später kommt der neue Trainer und der sagt, ja, warum habt ihr den abgegeben? Seid ihr nicht ganz dicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine Ahnung, wie man das da jetzt regeln will oder sowas da intern, wie man da einen neuen möglichen potenziellen Trainer da irgendwie ausfindig machen will. Vielleicht fragt man auch erstmal, du pass auf, falls du Interesse hättest, gleich vorweg. Magst du Weschenbach? Findest du den gut oder sollten wir den abgeben? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß das nicht. Also was sowas angeht, solche Planungen oder auch Entscheidungen, die halt für die Zukunft immens wichtig sind, die muss man doch zusammen mit dem potenziellen neuen Trainer besprechen. Unabhängig davon, ob der FC jetzt überhaupt schon irgendwie mal einen Trainer wirklich gesprochen hat oder ob die da immer noch Dartpfeile schmeißen. Wer es dann am Ende sein soll, den wir mal vielleicht anrufen werden, in der Hoffnung, dass er dann abnimmt. Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir jetzt echt mal abwarten, was am Ende des Tages denn da jetzt passiert aus Sicht des FCs. Wie gesagt, innerhalb dieser Woche oder halt auch nächster Woche, weil so langsam wird es dann halt auch Zeit, ne? Wie ihr alle wisst, am 21. Juni beginnt der Leistungstest und ab 24. Juni beginnt dann halt ja, die Sommervorbereitung, ne, auf die kommende neue Saison. Ja, gut, das wäre es von mir. Ja, falls ihr was Neues habt, Neues wisst, lasst es mich gerne wissen im Kommentarbereich. Lasst uns gerne darüber unterhalten, diskutieren. Ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch ja, einen ganz tollen, schönen Tag. Ja, lasst euch nicht ärgern, jetzt gerade vom FC nicht oder sowas. Wir können nichts ändern. Wir können halt nur hoffen, dass bessere Entscheidungen getroffen werden als zuletzt. Und alles andere, ja, müssen wir halt abwarten. Ne? Gut, ich sage Tschüss für heute. Haut rein, bis bald, macht's gut.